Tiefendosiskurven von verschiedenen Strahlungsarten, die ich in der Strahlentherapie auch wirklich am Patienten anwende. Die Kurven kann man alle so verstehen, das hier ist die Tiefe und das ist die Intensität. Das heißt, von hier komme ich mit der Strahlung, treffe auf den Oberkörper des Patienten. Dieses ist die Tiefe, wie weit die Teilchen eindringen. Eine Teilchenart, die wir verwenden, sind die Elektronen, die kurz nach der Oberfläche ein Maximum haben, dann abfallen auf eine maximale Reichweite und dahinter keine Strahlung mehr vorhanden ist. Das ist sehr gut für Tumore beispielsweise von der Haut, wo ich dann direkt auf den Tumor draufstrahlen kann, am Ende von dem Tumor in einer bestimmten Tiefe keine Dosis mehr da ist und ich die Risikoorgane dahinter gut schonen kann. Im Linearbeschleuniger kann ich verschiedene Energien einstellen. Das ist jetzt ein Beispiel für 6, 9 und 12 MeV-Elektronen. Auch hier wieder, hier kommt der Strahl und trifft ein. Man sieht, je höher die Energie der Elektronen gewählt sind, umso tiefer komme ich in das Gewebe hinein. Das ist natürlich wunderbar, wenn ich beispielsweise hier in 3, 4 cm Tiefe noch einen Tumor bestrahlen will, nehme ich eine höhere Elektronenenergie. Als Strahlentherapeut muss ich mir nur immer klar machen, dass dieses ist die Eintrittsdosis am Körper, das heißt, das erste Stück ist die Haut. Wenn ich einen Tumor behandeln will, der in einer Tiefe von 2 bis 4 cm ist und ich nehme eine höhere Elektronenenergie, habe ich auch eine höhere Hautdosis. Das heißt, bei Elektronen gilt, je höher die Energie, umso höher ist auch die Hautdosis. Was wir dann noch verwenden, sind Photonen. Dieses hier sind einmal zwei verschiedene Energien dargestellt. Die etwas geringere Energie hat ein Maximum noch relativ nah zur Haut und fällt dann in die Tiefe immer weiter ab. Wenn ich weiter in das Gewebe eindringen will, brauche ich eine höhere Photonenenergie, die dann auch noch länger braucht, um im Gewebe abzufallen. Dieses hier hinten in dem Gewebe entspricht genau den Elektronen auch. Je tiefer die Eindringtiefe ist, die ich brauche, umso höher ist die Photonenenergie, die ich wählen muss. Bei den Photonen ist jedoch die Dosis an der Haut andersherum. Dieses hier sind jetzt mal schematisch dargestellt 6 MeV und dieses hier sind 15 MeV Photonen. Und in diesem Fall ist es so, dass die Dosis an der Haut aufgrund des Aufbaueffektes geringer ist, wenn ich die höhere Energie habe. Das heißt, wenn ich die Haut schonen will, kann ich eine höhere Energie von Photonen wählen. Jedoch muss ich immer gucken, dass dann auch die Eindringtiefe optimal passt. Mit modernen Bestrahlungstechniken wie der intensitätsmodulierten Therapie nimmt die Rolle von hochenergetischen Feldern immer weiter ab, denn bei der IMRT strahle ich aus sehr vielen Richtungen ein und habe intensitätsmodulierte Felder und dort springt weniger die Eindringtiefe eine Rolle als die Intensitätsmodellierung, sodass ich viele Therapien mit der niedrigeren Dosis durchführen kann, die zwar eine höhere Dosis an der Haut hat, aber in der Tiefe eine geringere Dosis.